Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge Democracy 4 Beta mittlerweile, Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ein Sportler hat von irgendeinem, hat sich geäußert und musste sich entschuldigen. Und hat das jetzt nicht wirklich aufrichtig getan, weil eine fremde Supermacht das richtig doof fand, dass da irgendwie ein System bei ihnen unterstützt wurde. Geht in Richtung China und Hongkong? Oder lese ich da zu viel? Das diese, also oder ist das diese NBA-Sache in China gewesen, wo jemand zurückgerudert ist? Da war mal was vor einem Dreivierteljahr oder so, oder vor einem Jahr. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall schlecht. Foreign Relations geht ein bisschen runter. Tja. Oh. When situations in the country get especially bad, also wenn es besonders schlimm wird, die normalen politischen Rivalitäten müssen an die Seite geschoben werden und die Regierung schnelle Erlasse machen kann. Wir können beide Steuern direkt einführen? Gute Frage. Hatte ich noch nie. Emergency Powers. Ich auch nicht. Haben Emergency Powers und ja, okay, unser Credit Rating ist wieder erniedrigt worden. Wir sind auf CC. Meine Fresse. Ja, wir haben plötzlich from Emergency Powers haben wir 12 politisches Kapital hinzubekommen. Wegen dem hier. Unser Defizit ist krass angestiegen, weil wir schon wieder hochgewertet wurden. Unser GDP rauscht ab. Ja, shit. Okay. Ja, okay, komm, aber... Komm, los, lass mich jetzt... Also was anderes als die Steuern einführen, kommen wir jetzt auch irgendwie. Ja, genau, Finanztransaktionssteuer. Haben wir uns drauf geeinigt, ne? Ja. Okay. Wir sind bei Medium bei 1,75 Milliarden. Findet die Reichen nicht gut, die Kapitalisten finden es richtig doof, die Sozialisten finden es gut, das GDP kriegt minus 1, die High Earnings finden es auch nicht toll, Sozialismus geht hoch. Und ja, wo würdest du es hinschieben wollen? Also höher als 2 würde ich es nicht nehmen. Ja. Ja, 2 finde ich gut. Ich glaube, dass wir die wieder mit der Einkommenssteuer dann beruhigen können. Okay. Dann machen wir direkt, wir haben jetzt noch 12 übrig. Dann setzen wir direkt die Einkommenssteuer um 2 Milliarden runter. Nee, dann würde ich lieber die andere Steuer noch einführen. Alles können wir nicht. Nee, das können wir nicht. Wir haben nur 12. Dann lass uns mal die Einkommenssteuer mal noch 1-2 Runden halten. Okay. Wir haben momentan so hohe Ausgaben, dass es echt schade wäre, direkt darauf zu verzichten. Ja. Also ich würde das noch eine Runde aushalten wollen. Ja. Dann haben wir hier noch einen Regler, wo wir anfassen können. Diverted Profit Tax von Unternehmen. Die könnten wir hochziehen. Ja. Ja. Ist gar nicht das schlecht. Macht doch nicht so viel aus. Also, wenn ich mir oben die Auswirkungen angucke, macht das nicht so viel aus. Wir haben da eigentlich gut Spielraum. Maximal 6,3. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ins Maximum gehen müssen, aber. Hier an die Grenze? Das finde ich gut. Warte mal, 5,22, 3,7, also 1,5. Das wären 1,5 dazu. Ich schreibe mal ein bisschen mit. Also 1,5 Milliarden, damit wir einen Überblick behalten, wie viel wir nachher senken müssen. Mhm.
Oder also was wir denn jetzt so an Einnahmen haben. So, dann, was wir noch machen könnten, wäre, das bringt nicht wirklich, also ist nicht wirklich viel, ist die Empty Home Tax. Ein bisschen können wir hier noch nachregulieren. Wir haben ja eh die Wohnungskrise jetzt zwar nicht mehr, aber wenn die jungen Leute sich kein Wohneigentum leisten können, kommen wir da auch irgendwann wieder hin. Ja, dann könnte ich sie um 100 Millionen anheben, also um 0,1 auf diesem Level. Das ist nicht viel, aber... Kostet uns 2, also plus 0,1. Kapitalertragssteuer. Finanztransaktionssteuer schon drin. Ich würde hier zumindest nicht so wahnsinnig viel machen, weil es bringt uns jetzt auch nichts, wenn die Leute, die irgendwie versuchen, ihre Altersvorsorge irgendwie mit Aktien anzusparen, wenn wir die jetzt nochmal zusätzlich belasten. Ja, verstehe ich. Tja, Vielflieger könnten wir noch einen draufknallen. Ja. Also wir sind bei 2,24. Wenn ich hochgehe, sind das... Ja, 0,76 Milliarden mehr ist ein kleiner Impact aufs GDP. Hier und das wiederum wirkt sich auf den Flugverkehr aus, was sich wiederum auf die Umwelt auswirkt. Von daher kann ich auch mitleben. Okay, dann mache ich das. Ja, und plus 0,76. Okay, für 2 können wir hier, glaube ich, kaum noch was tun. Nächste Runde. Nächste Runde. So, ein Dilemma. Religiöse Symbole in der Schule. There's a pressure, dass wir... Es gibt Druck, dass wir ein Gesetz verabschieden... darüber haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Es geht darum, das Tragen von religiösen Symbolen in staatlichen Schulen. Und hier ist es ungleich verteilt, weil es ist ein höherer Impact zu sagen, ihr dürft kein Kopftuch tragen und ja, ihr dürft ja auch keine Kreuze tragen, ist halt krass. Ich finde, in Schulgebäude gehören keine religiösen Symbole, aber die Leute haben Religionsfreiheit und dürfen diese Freiheit ausleben, solange sie niemanden einschränken, und ein Kopftuch schränkt niemanden ein. Es ist praktisch kaum umzusetzen, weil wenn man alle versucht, alle möglichen religiösen Symbole, alle Religionen, und das wird, glaube ich, zu komplex und zu kompliziert. Ja, Nudelsiebe auf Köpfen sind dann verboten. Und Aluhüte. Welche Religion ist das? Ich weiß nicht, irgendeine Verschwörungstheorie, die sich selbst zur Religion aufschränkt, bestimmt. Erzählung, nicht Theorie. Nee, aber, Erzählung. Nein, aber du hast recht. Tatsächlich ist es an irgendeiner Stelle. Ach ja, es ist. Ja, ich würde sagen, reject the ban, weil es ist. Abgesehen, also ich würde mich auch zurückziehen auf das kriegen wir kaum durchgesetzt. Aber wir machen das nicht. Patrioten und Konservative werden das scheiße finden. Aber wir rejecten the ban. Das ist falsch. Oh ja. Was? Ich habe richtig gelesen, oder nicht? Ja, wir wollen den Ban ablehnen. Ja, aber das ist falsch rum. Eigentlich sollten die Religiösen das doof finden. Und die Liberalen ist gut. Ich weiß gerade nicht, ob wir den Fehler gemacht haben oder ob das jetzt gerade ein Fehler im Spiel ist in der Beta. Nee, ich würde sagen, das ist einmal falsch rum hier. Okay, haben wir das? Oh, unser Defizit wird immer höher, weil unser GDP gerade sowas von einbricht. Es hilft jetzt nichts, nicht verrückt werden und weitermachen. Ja. So, als nächstes wollten wir die Vermögensteuer einführen. Tun wir. So, 2 Milliarden...
Die Reichen finden es richtig doof, Kapitalisten ein bisschen, High Earnings finden es doof und Charity geht um 14% zurück. Sie geben dem Staat ja Geld und nicht ihren Charity-Zwecken. Ja. Ja, jetzt nur die Frage, wie hoch wir das setzen wollen. Puh. Ich würde es fast so lassen bei 2. Finde ich gut. Okay. Ich schreibe mal plus 2 auf. 6,27 haben wir dazu, aber unser Defizit rauscht halt ab. Tja, du hast morgen auch einiges vor, hast du gesagt, ne? Ja, ist gerade ein bisschen verrückt. Ja. Dann würde ich nämlich jetzt vorschlagen, wir haben diese Steuern eingeführt. Ich werde diesen Zettel nicht wegschmeißen, dass wir gucken, ob wir aus der Krise mit den Notfallsachen, die wir hier haben, es blinkt nicht mehr, sehe ich gerade. Ach doch, es blinkt noch. Ich war nur kurz aus dem Fokus des Spiels raus. Ob wir aus dieser Nummer wieder rauskommen. Und ich meine, wenn wir nicht rauskommen, dann sehen wir endlich mal ein Ende, wenn wir scheitern. Weil wir sind auf dem niedrigsten Kreditrating. Das ist ein guter Ansatz, weiterzumachen. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir verabschieden Romy in die Nacht. Und ich habe mich auch schon ein bisschen auf was anderes vorbereitet. Ich würde noch einen Moment da bleiben. Nämlich, ich habe mir angeguckt, wie das mit dem Modding geht. Und wer jetzt noch Lust hat, bleibt noch kurz da. Und wir gucken uns ein bisschen das Zeug von der Beta-Version an, auch nicht mehr lange, aber das habe ich vorbereitet, dass ich das noch zeigen kann und wir gucken ein bisschen in die Tabellen rein, machen das, um den Abend langsam ausgleiten zu lassen. Dann können wir vielleicht auch Pläne schmieden, vielleicht hat der ein oder andere ja Bock, sich das mal genauer anzugucken, um da mal was für uns zu bauen, was wir mal ausprobieren können. Auch schon so ein paar Ideen, wir sind gespannt auf eure. Ja. Und ich freue mich, dass ich mir das morgen ganz entspannt im Nachgang nochmal angucken kann und wünsche euch allen jetzt eine gute Nacht. Okay, Romy, einen zauberhaften Abend. Mach's gut. Ich weiß, euch auch. Wir haben hier den Modding-Guide in der Steam-Community. Funktioniert leider nicht. Also es gibt hier einen kompletten Guide von Klifsky. Der Entwickler steht hier, der hat dann erklärt, wie man das tatsächlich macht mit dem Modden, what can be modded in the game. Und im Prinzip haben wir in dem Spiel alles, was wir sehen, die ganzen Politiken, die ganzen Ereignisse, die ganzen Dilemma. Es gibt sowas wie Grudges, das heißt also, Gruppen können geheime Sachen haben, die sie doof finden. Das ist alles in diesem Spiel mit abgebildet. So, ich muss das hier mal gerade kleiner machen, sonst explodiert hier mein anderer Bildschirm. Genau, und hier habe ich mal den Ordner geöffnet. Und wir können hier Achievements können wir ändern. Wir können vor allem die Politiken ändern. Policy Groups, das heißt, wir können an den Gruppen auch was ändern. Und das mache ich mal als erstes auf, weil es ist das Einfachste, sich das anzugucken. Das ist relativ einfach, ne? Foreign Policy, Welfare, Economy, Tax, Public Services, Land Order, Transport sind die verschiedenen Gruppen, die es gibt. Die kann man tatsächlich auch ändern. Prerequisites sind Sachen, die man setzen kann. Das ist hier, solche Sachen wie etwas gehört zur königlichen Familie. Wie das genau funktioniert, habe ich mir noch nicht genau durchgesehen, aber auf jeden Fall kann man manche Sachen als besonders gesetzt für Deutschland und so weiter setzen. Aber was wirklich dann spannend wird, sind hier Pressure Groups, die Simulation, Situationen, wie die Sliders sich verhalten und die Voter Types kann man ändern. Also Voter Types wären hier
Sozialisten, Kapitalisten, Pensionierte, die Pendler, Patrioten, Autofahrer, Liberale, Religiöse, die Gewerkschafter, die Selbstständigen, die Umweltschützer, die Reichen, die Armen, die mittleren Einkommen, die Eltern, Bauern, staatlichen Angestellten, Konservative, Junge und ethnische Minderheiten, und all muss immer drin sein. So ist das organisiert, und hier kann man dann tatsächlich Bilder zuweisen. Man kann diese Bilder auch hochladen. Das heißt, wenn man hier ein Bild hochlädt, dann kann man man kann die Bilder austauschen, aber man kann auch eine neue Gruppe erstellen. Ich weiß nicht genau, wie das dann mit der Liste funktioniert, ob er dann nur 20 inkludiert. Aber und diese Sachen hier, Default, wer was wie gut findet, dann Percentage kann man hier einstellen, quasi wie viele von dieser jeweiligen Gruppe generell da sind, und dann kann man halt Modifier einsetzen für das bestimmte Land. Also die Farbe, wie sehr sie Aktivismus aktivieren, die finde ich lustig, als ich hier reingeguckt habe, dass die Pensionierten einen höheren Aktivitätswert haben, also den gleichen hohen Aktivitätswert wie die Jungen. Ja, die Pensionierten haben Zeit und die Jungen sind leidenschaftlich, lese ich daraus. Turnout ist, wie viele zur Wahl gehen. Das kann über 1 sein, weil wir die Müdigkeit bezüglich der, wie man, also die frustriert seid mit der Politik, also Apathie von Politik, mit einem eigenen Regler einstellen, wenn man ein Spiel startet. Tut mir leid, ich muss ganz nach rechts gucken, weil ich habe das nur hinbekommen, ganz auf der rechten Seite meines Bildschirms, dass auch diese Übertragung irgendwie sauber funktioniert und ihr nicht hier den anderen Scheiß seht, den ich noch so offen habe. Und dann Farben, und hier hinten geht's dann los, also da hier sind dann verschiedene Einflüsse, die man dann einfach aufreihen kann. Also die Pensionierten haben einen Einfluss auf die Pendler, weil sie gehören ja nicht zur Pendler. Die Selbstständigen, wenn sie pensioniert sind, können sie auch nicht zu den Selbstständigen gehören. Wenn sie pensioniert sind, sind sie auch keine staatlichen Angestellten. Wenn sie pensioniert sind, gehören sie nicht zur Gruppe der Eltern, verstehe ich nicht ganz, aber nicht zur Gruppe der Jungen, verstehe ich. Das heißt, hier kann man was in der Dynamik ändern, aber was am witzigsten ist, sind die Gesetze, würde ich sagen. Besser wäre ein Texteditor, höre ich gerade. Ja, das ist ein Problem. Das hier sind CSV-Dateien. Ich habe leider keine CSV-Dateien. Ich habe leider keinen Reader, der CSV-Dateien vernünftig anzeigt. Okay, Notepad mit CSV-Plugin. Das will ich jetzt hier nicht live, während ich noch am Streamen bin, runterladen, aber ich werde mir das notieren. Wenn wir ans Modden gehen, dann wird das auch auf jeden Fall vernünftig aussehen. Aber hier haben wir tatsächlich die ganzen Gesetze, die im Spiel zurzeit verfügbar sind. Ich mache mal die Schrift ein bisschen größer, damit man das auch sieht. Und einige können halt hier uncancelable den Flag haben, und hier oben ist, wie der Slider eingestellt ist, also das weiß ich auch nicht genau, was es ist, aber vor allem ist es, was hier kann man halt ändern, was es an politischem Einfluss kostet, aber vor allem kann man hier eine Kostfunktion definieren. Man kann Kosten-Multiplier definieren, wie teuer es ist von der Implementation, wie viel Geld man wie viel man bekommt. Und was halt krass ist, ist, dass hier hinten die ganzen Effekte, also man kann hier diese ganzen Sachen, die immer rot und grün sind, kann man hier wirklich im Detail verändern, und man sieht schon, diese Sachen sind teilweise Exponentialfunktionen, teilweise lineare Funktionen. Also es steckt hier eine sehr, sehr hohe Komplexität drin, und man geht nicht nur auf die verschiedenen Gruppen, sondern halt hier so Sachen wie Middle Income, aber es geht auch direkt auf die Ausbildung, Industrial Automation, den Ölverbrauch und so weiter und so fort. Das heißt, man kann diese Sachen alle in relativ Klartext
kann man hier tatsächlich abbilden und sich seine Gedanken machen, wie man die verschiedenen Gesetze ausgestaltet. Ich wollte das nur mal zeigen, weil mich hat das echt erschlagen. Ich habe versucht, mich ein bisschen durchzufummeln durch diese ganzen Geschichten, aber bin echt nicht weit gekommen, weil man braucht da ein bisschen Zeit, sich da reinzufuchsen. Jeder, der rein zufällig Interesse daran hat oder vielleicht auch schon die Beta-Version hat von euch, ist herzlich eingeladen, da dran zu schrauben, nach dem Mod-Guide auch ein eigenes Mod zu erstellen und postet das auch total gerne, wenn ihr da was gemacht habt. Entweder nur eine einzelne Datei, könnt ihr einzeln schicken, oder wenn ihr sogar eine Mod macht, die ihr auf dem Steam Workshop veröffentlicht, sagt Romy und mir Bescheid auf Discord oder schreibt uns über Social Media, Twitter oder die ganzen Kontaktsachen stehen auf der Twitch-Homepage. Macht das total gerne, wenn ihr eine Idee habt. Und ich glaube auch, dass ich mich mal, wenn ein bisschen Zeit da ist, wie gesagt, ich bin gerade mitten am Umziehen und das zieht sich alles so ein bisschen hin, weil ich habe hier zu Hause einiges zu tun und ihr habt ja in den letzten Wochen auch mitbekommen, dass ich des Öfteren mal noch Sachen moderiere und dafür auch Sachen planen muss. Im Moment ist es schwierig, auch noch mal ein bisschen Zeit zu finden, hier sowas zu machen, aber ich habe da Bock drauf, mich mal in Tabellen reinzufuchsen, aber da brauche ich auch mal irgendwie 2-3 Stunden am Stück, wo ich den Kopf frei habe. Aber wenn ihr da Bock zu habt, dann tut das total gerne. Ich werde gucken, ob ich die eine oder andere Idee, die ich mit Romy hatte, eventuell umsetzen kann, dass wir ein paar mehr Gesetze noch reinfummeln. Aber ich habe auch Lust, quasi in den ganzen Abhängigkeiten zu wühlen. Aber da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das darstelle, dass ich das Balancing nicht komplett kaputt schlage. Aber da kann Romy mir bestimmt auch beihelfen. Language, es gibt, es wird gerade im Chat gefragt, gibt es Language-Files zum Modden? Es gibt eine Anleitung. Das kann ich auch mal gerade zeigen. Es gibt The Translation Guide. Das heißt, es gibt mit einer genauen Anleitung, wo welche Sprachen wie zu finden sind, welche Tabellen wie geändert werden müssen, wo man was genau findet. Und ja, also es gibt einen Guide, wie man eine Übersetzung erstellt. Ich habe bisher noch keine gesehen, dass es eine Übersetzung gibt. Und es gibt auch ein Basic Gameplay Guide, aber vor allem es gibt einen Modding Guide und einen Translation Guide. Also es geht nicht nur um die Änderung des Spiels, sondern man kann halt auch tatsächlich an Übersetzungen arbeiten, wenn man das möchte. Aber ich denke, dass Cliff das auch selbst tun wird. Aber ich schätze mal, er macht das ja nicht umsonst in diese Beta-Version. Ich denke, er wird auch auf Sachen, die aus der Community auf Steam kommen, auch drauf aufbauen. Also fühlt euch gerne aufgerufen, wenn ihr das Spiel habt. Ich will niemanden dazu verleiten, dass ihr zwangsläufig dieses Spiel kauft. Wenn ihr eh das Interesse habt und da was in der Richtung gemacht habt, dann sagt das gerne. Kommt auch total gerne auf den Discord-Server. Wenn ihr da Bock habt, euch vielleicht die eine oder andere Tabelle anzugucken, dann kann ich ja auch die Tabelle mal rausballern, weil das ist ja eigentlich nur Text, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Aber ansonsten werden Romy und ich uns das auch mal vornehmen. Ich würde sagen, wir machen jetzt irgendwie den Sack zu. Romy ist nach Hause gegangen. Ich fange jetzt nicht noch eine Schnellklickrunde an. Sehe ich zu, dass ich den Stream, den wir heute aufgenommen haben, wieder in kleine Stückchen zerschneide. Also in nicht so kleine Stückchen, aber die werden dann demnächst auch auf YouTube rauskommen. Wenn ihr zwischendrin reingekommen seid, könnt ihr halt jeden Teil, wenn ihr wollt, das auch nachgucken. Und ansonsten gucken wir nächste Woche Dienstag mit Romy zusammen, ob wir nochmal aus dieser Krise rauskommen oder dass wir mal sehen, was passiert, wenn wir eine Nation vor die Wand fahren. Und das könnte hier mit Deutschland auf schwer sehr gut passieren, weil wir einfach nicht das Credit Rating im Griff haben. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.